Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr sehen könnt, heute in einer bisschen anderen Perspektive, denn ich habe da eine kleine Aufbauarbeit vor, beziehungsweise wollte euch ein bisschen was erzählen. Und zwar habe ich mir von IKEA diesen Servierwagen gekauft, den sehr viele auch als Suppwagen benutzen. Ich werde den sehr wahrscheinlich auch für meinen Supp benutzen. Ich habe den aber primär dafür gekauft, um noch ja ein paar Bücher unterzukriegen, weil ich habe echt langsam Platzmangel. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, nämlich das leidige Thema Supp. Viele von euch wissen, dass ich meinen Supp eigentlich sehr, sehr dolle liebe. Aber ich muss sagen, das hat sich in letzter Zeit wirklich sehr geändert. Und mittlerweile nervt mich mein Supp einfach nur noch. Und ja, deswegen werde ich jetzt auch an einer Art Supp-Abbau-Challenge teilnehmen. Ich habe mich immer davor gedrückt, meinen Supp zu zählen, weil ich dem Ganzen eigentlich keine Zahl geben wollte. Und die Zahl, die ist auch wirklich sehr schockierend. Ja, also ich finde es selbst sehr schlimm, wenn ich überlege. Also es kommt mir gar nicht so vor, wenn ich meine Regale angucke, wenn ich ehrlich bin. Weil in jedem Regal halt immer so Fragmente an Suppbüchern sind. Deswegen kommt es mir halt nicht so vor, als wären es wirklich so viele. Aber ja, es sind wirklich so viele. Und ja, ich habe sie für euch gezählt. Es sind sage und schreibe 229 Bücher. Oh, das ist so eine krasse Zahl, also dafür, dass es ungelesene Bücher sind und ich einfach jeden Monat viele neue Bücher kaufe oder auch als Rezi-Exemplare bekomme, wie auch immer, es ist einfach trotzdem schockierend. Und deswegen möchte ich jetzt einfach ran an den Supp. Das hat halt auch einfach den Grund, dass ich immer mehr merke, dass total viele Bücher, die auf meinem Supp liegen, wenn ich mir jetzt den Klappentext durchlese, dass der mich gar nicht mehr so anspricht, wie er es getan hat, als ich die Bücher gekauft habe. Und das finde ich halt wirklich schade, weil man weiß halt auch wirklich nicht, ob sich dahinter vielleicht so mega gute Geschichten verbürgen, die so ein Highlight für jemanden werden könnten oder beziehungsweise für mich werden könnten. Und das finde ich dann voll schade, wenn ich dann diese Bücher aussortiere und ja, sie dann eigentlich voll gut sind. Nur es ist halt blöd, weil wie gesagt, viele Klappentexte von Büchern sprechen mich mittlerweile einfach gar nicht mehr an. Und ja, deswegen geht es jetzt ran an den Supp und zwar mit einer ganz speziellen Challenge, von der ich euch jetzt auf jeden Fall erzählen möchte. Ja, wer auf Instagram unterwegs ist, hat sicherlich schon von dieser Suppglas-Challenge gehört. Ich hatte damit mal angefangen, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt, weil ich mir nicht so wirklich sicher war, wie ich das Ganze machen möchte und wie ich es aufziehen möchte. Aber ich habe mir da jetzt was überlegt. Ich war gestern tatsächlich auch in der Buchhandlung und habe mir meine Abschiedsbücher gekauft, wenn man das so sagen kann. Und ja, hier ist das gute Suppglas. Ja, ich habe darauf auf Instagram von Instagram schon was erzählt, aber ich mache es jetzt hier in einem Video nochmal, habe ich mir gedacht, für diejenigen, die mir bei Insta vielleicht nicht folgen und das nicht mitbekommen haben, damit auch alles hier seine Vollständigkeit hat. Ja, bei diesem Suppglas geht es natürlich um den Suppabbau. Es ist so, dass man für jede 100 Seiten, diese Suppglas-Challenge wurde übrigens von speziellen Accounts ins Leben gerufen. Ich habe die so ein bisschen abgeändert auf meine persönlichen Bedürfnisse, sage ich jetzt einfach mal. Aber ja, es geht halt einfach darum, dass man pro 100 Seiten, die man gelesen hat, 1 Euro in dieses Suppglas wirft, was, wenn ihr euch das errechnet, zum Beispiel bei 400 Seiten 4 Euro sind. Was im Rückkehrschluss bedeutet, wenn ich mir zum Beispiel eine Klappbroschüre für 13 Euro oder sagen wir jetzt mal einfach 12 Euro, damit es besser passt, kaufen möchte, muss ich erstmal 3 400 Seiten Bücher lesen. Was bedeutet, ich muss 3 Bücher lesen, um mir eins kaufen zu können. Oder wenn ich mir ein Hardcover kaufen möchte, muss ich sogar 4 Bücher lesen oder 5, je nachdem wie teuer das Hardcover ist. Genau, ich darf nämlich ausschließlich mit dem Geld, was in diesem Suppglas ist, neue Bücher kaufen. Es gibt eine Ausnahme, ausgenommen sind da Reihenfortsetzungen, also wenn ich mir jetzt die Fortsetzung, also einen zweiten Teil von einer Reihe kaufen möchte. Das haben die Mädels, die diese Challenge ins Leben gerufen haben, haben das so gemacht. Ich werde das auch so fortführen, weil ich finde das super gut, weil es halt total doof ist, wenn man für ein Buch, wo man die Reihe gerne weiterlesen möchte, dann erstmal ja 5 andere Bücher lesen muss. Dann hat man die Reihe, wenn die 10 Bände hat, da muss man viel zu viele Bücher lesen, um diese Reihe
sich vervollständigen zu können. Deswegen, ja, werde ich das hier genauso handhaben. Was ich anders machen werde, für Hörbücher packen die Mädels 50 Cent in das Subglas. Ja, weil sie sich halt sagen, es ist einfacher, mal zwischendurch was zu hören. Bei mir persönlich, ich werde das ein bisschen anders machen, weil ich höre auch Hörbücher sehr gerne, aber ich brauche für so ein Hörbuch auch immer verdammt lange. Also ein Hörbuch brauche ich schon einen Monat oder anderthalb. Und deswegen werde ich das so machen, dass ich dann, weil die Hörbücher, die ich höre, sind halt alles Subbücher tatsächlich. Und da ich halt meistens den ganzen Tag arbeiten bin und nur ab und zu mal Hörbuch höre, wenn ich irgendwo hinfahre oder aufräume, ja, passt das halt, höre ich halt nicht so viel Hörbuch. Und deswegen werde ich das so machen, dass ich ja pro Hörbuch, dass ich mir dann einfach die Seitenzahl der Bücher angucke. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch habe, was 400 Seiten hat und ich höre davon das Hörbuch, dass ich dann halt für diese 400 Seiten pro 100 Seiten 1 Euro, also 4 Euro dann da reinwerfe. Genau, weil sonst, wenn ich anderthalb Monate an einem Hörbuch höre und dann nur 50 Cent reinwerfe, ist das echt hart. Genau. So viel zu meinem Subglas und meiner Challenge. Ich hoffe, es klappt, dass ich mir auch wirklich nur Bücher davon kaufe. Es wird sehr, sehr schwer, ich sage es euch. Ja, aber ich werde auf jeden Fall mich anstrengen. Ich freue mich, die Bücher von meinem Sub runterzulesen. Also so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gerne einen ganz, ganz niedrigen Sub. Also momentan jedenfalls. Es kann natürlich sein, dass ich das nochmal ändere. Aber ich hätte gerne so einen Sub so von 5 oder 10 Büchern. Ihr wisst, wie lange ich dafür lesen muss. Aber ja, das wäre so mein Traum-Sub, weil ja, es ist halt schon, es nervt mich momentan sehr. Aber gut, so viel dazu. Genau, so viel dazu. Ja, in meinem Glas, falls ihr euch das fragt, sind jetzt 9 Euro drin. Ich glaube, ich habe die jetzt in einer Woche gesammelt, wenn ich mich nicht ganz in eine Woche. Ja, ich habe letzten Sonntag, meine ich, angefangen. Genau. Also eine Woche, 9 Euro habe ich gesammelt, ist nicht schlecht. Könnte natürlich besser sein, aber das kann es immer. Genau, ich freue mich auf jeden Fall auf diese Challenge. Ich würde euch sehr gerne. Okay, jetzt habe ich das Bild zugehalten, aber egal. Ich würde euch natürlich sehr gerne bei dieser Challenge mitnehmen. Und ich habe mir gedacht, ich werde jedes Mal, wenn ich jetzt meinen Lesemonat hochlade oder aber meine Neuzugänge, ich glaube eher bei den Neuzugängen, da passt es besser, da werde ich dann immer über mein Subglas berichten, wie viele Bücher beziehungsweise wie viel Geld in meinem Subglas ist. Ja, und ich bin mal gespannt, ob das wirklich, ob ich das durchziehe. Ich hoffe es, weil es ist wirklich sehr, sehr schwer, das so durchzuziehen, weil wenn dann da zum Beispiel Ende des Monats so 4 Lux-Bücher einziehen, ja, beziehungsweise erscheinen, die man alle haben will, ist schon echt hart. Ach ja, und das Thema Rezensionsexemplare. Bei den Rezensionsexemplaren haben die Mädels es so gehandhabt und das werde ich natürlich, also das heißt natürlich, das werde ich auch übernehmen, weil ich es halt gut finde. Man darf Rezensionsexemplare anfragen, ohne Geld aus dem Subglas zu nehmen, aber man muss das Rezensionsexemplar dann auch sofort lesen. Ja, das ist jetzt für mich ist das halt sowieso klar. Ich lese meine Rezensionsexemplare in der Regel sofort. Es sei denn, es kommt gerade an und ich bin noch bei 2 anderen Büchern dran, dann lese ich die erst zu Ende, aber halt unmittelbar danach. Deswegen, das werde ich auch so handhaben. Was natürlich nicht heißt, dass ich jetzt 10 Rezensionsexemplare auf einmal anfrage oder so. Ja, genau. Also so viel zu meiner Subglas-Challenge. Erzählt mir mal, wie ihr euren Sub so, ja, bezwingt, sag ich mal, oder ob der überhaupt so hoch ist wie meiner. Wenn ich so von Leuten lese, die so einen Sub von 50 haben, denke ich mir immer so, oh, das hätte ich auch gerne. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, mein Sub hat sich echt noch von Anfang von YouTube angesammelt, weil damals habe ich halt immer so riesengroße Rebuy- und Medimobs-Bestellungen gemacht. Da habe ich bei Rebuy oder Medimobs pro Bestellung mal eben so 10, 12 Bücher bestellt. Ja, die liegen immer noch auf dem Sub teilweise. Oh Gott, das darf man keinem erzählen. Aber ja, das ist das leidige Thema Sub. Aber ich werde jetzt meinen Servierwagen bzw. Schrägstrich Subwagen aufbauen und werde euch da ein bisschen mitnehmen und ja, mal gucken, welche Bücher da später reinkommen, weil ich hätte gerne einen Sub, der so groß ist, sagen wir mal, gehen wir mal von den 10 weg, die ich vorhin gesagt habe, oder von den 5, der so groß ist, dass die in den Subwagen alle passen. Ich denke nicht, dass ich meine 229 Bücher in diesen Wagen kriege. Die müsste man vielleicht mal, weiß ich nicht, wie viel nehmen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viele Bücher da reinpassen und welche ich da reinpacken werde. Und ja, ansonsten bauen wir einfach mal den Schrank auf.
Beziehungsweise den Servierwagen. Was für ein Schrank eigentlich. Oh. Tada, da ist er. Aufgebaut und so hübsch. Ich habe ihn schon teilweise ein bisschen befüllt, wie ihr sehen könnt. Und ja, ich kann euch ja mal die Bücher zeigen, die ich jetzt reingepackt habe. Das sind jetzt so die Bücher, die ich in der nächsten Zeit lesen möchte, Schrägstrich werde. Also Bad at Love, Zwei Leben in einer Nacht und Lovely Curse. Nicht Lovely Curse, Cursed. Oh, ich bin so verpeilt. Werde ich in einer Leserunde lesen. Thorn möchte ich gerne als nächstes lesen. Das ist der Band 2 von Wicked. Dann Gentleman Sinner ist ein Rezi-Exemplar. Das wird jetzt so das erste sein, zu dem ich jetzt greife nach meinem aktuellen Buch. Da habe ich hier die Royal Saga. Die möchte ich auch unbedingt bald lesen, aber die steht eher noch so ein bisschen hinten an. Dann habe ich hier Aus schwarzem Wasser von Anne Freitag, wo ich ein bisschen Angst vor habe. Aber ja, das habe ich halt von Thalia bekommen. Deswegen möchte ich es auch sehr bald lesen. Dann habe ich hier den Fitzek, den allerneuesten, der Heimweg. Dann Biss, das höre ich gerade tatsächlich und bin schon bei Seite 200. Dann habe ich Dark Thrill Glow, das ist der dritte Band der Dark Glow-Reihe, wie auch immer die Reihe heißt. Genau, die lassen sich super schnell lesen. Die suchte ich meistens an einem Tag weg. Deswegen werde ich die bald auch wegsuchten. Dann haben wir hier City of Elements, Band 3 und 4. Die möchte ich dieses Jahr noch beenden, die Reihe. Dann You're Not Safe hier, das habe ich in einem Gewinnspiel gewonnen. Und dann ist hier noch eine Dark Romance-Reihe, Confined 1 und Confined 3. Genau, das sind die Bücher, die gerade so in meinem lagen. Ich habe Sprachfehler heute, die gerade so in meinem Wagen liegen. Genau, aber das ist der Wagen. So viel dazu. So, jetzt habe ich euch meinen Wagen gezeigt. Ich habe euch was zu meinem Sub erzählt. Also eigentlich habe ich alles getan, was ich in diesem Video wollte. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, das soll es eigentlich auch so mit dem Video schon gewesen sein. Es sollte kurz und knapp sein. Mal gucken, wie, ja. Wie kurz und knapp es gleich beim Schneiden ist. Ich werde mich jetzt auch direkt ranmachen und dieses Video schneiden, weil ich habe so lange kein Video mehr hochgeladen. Und ich habe diese Woche definitiv auf dem Plan, Videos hochzuladen. Ja, aber ich habe es auch total vermisst, welche zu drehen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Beziehungsweise es hatten ein paar andere Dinge Priorität und deswegen, ja, kommt jetzt erst mein Video. Aber ich habe mir gedacht, so ein kleines Sub Video interessiert bestimmt viele von euch, weil mir auch schon über Instagram ganz oft Leute geschrieben haben, wie es mit meinem Sub aussieht und wie hoch der ist. Und ich konnte immer nur ungefähr sagen, wie hoch er ist, aber ja, das ist jetzt die unehrliche, ach, was sag ich denn? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das das Video. Auf jeden Fall war das das Video zu meinem Subwagen und mein Vorhaben mit dem Sub. Ja, ich werde jetzt auch gleich noch, glaube ich, ein paar Subbücher aussortieren. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich es heute schaffen werde, je nachdem, wie schnell ich mit Videoschneiden und meinen anderen Vorhaben durch bin, aber ich werde definitiv ein paar Subbücher aussortieren, weil ich habe mir so beim Angucken meines Subs einfach, habe ich einfach gemerkt, dass mich sehr viele Bücher davon gar nicht interessieren. Beziehungsweise nicht mehr so sehr interessieren, wie sie es mal getan haben. Und deswegen werde ich die einfach aussortieren. Ich denke mir dann halt immer, okay, wenn ich sie irgendwann nochmal lesen möchte, kann ich sie mir dann immer nochmal gebraucht holen oder so. Und ja, genau. Das soll es gewesen sein von meinem Video. Ich hoffe, euch hat diese Art und Weise von Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!